Hallo und herzlich willkommen hier am Theater Basel. Jetzt, in etwa einer Viertelstunde, beginnt die lange Nacht des Grundeinkommens. Und wir werden in den Pausen zwischen den Sachen, die hier auf der Bühne passieren, die Bühne, wie man im Hintergrund sieht, ist hier ein Boxkampfring. Es wird also ordentlich zugehen mit Pro und Contra. Und zwischendurch wird es im Livestream immer wieder Interviews geben. Und ich hoffe, dass wir dann immer etwas noch erfahren an Stimmungen und Launen und Rückblick und Vorblick zu dem, was auf der Bühne passiert. Und wir beginnen mit dem Moderator des Abends, mit Daniel Binswanger. Herr Binswanger, wie geht's Ihnen jetzt? 5 Minuten vorher. Gut, gut. Ich hoffe, es geht mir am Ende des Abends auch noch gut, weil es wird ja ziemlich lange dauern. Wie kommt es dazu, dass Sie jetzt die lange Nacht des Grundeinkommens moderieren? Naja, zunächst ganz einfach, weil ich angefragt worden bin von den Veranstaltern. Aber ich freue mich über die Anfrage, weil ich glaube, ganz egal, wie man sich positioniert, und ich denke, die Debatte ist wirklich offen. Es gibt viele interessante Gründe für das Grundeinkommen. Es gibt auch sehr legitime Argumente gegen das Grundeinkommen. Aber ganz egal, wie man das beurteilt, es ist auf alle Fälle eine sehr, sehr interessante, sehr, sehr wichtige Debatte, und es ist eine Debatte, davon bin ich überzeugt, die in Zukunft nur wichtiger werden wird. Und wenn Sie sich jetzt auf so einen Abend vorbereiten, also bereiten Sie sich vor oder mit welcher Technik werden Sie durch den Abend gehen? Ja, selbstverständlich bereite ich mich vor. Ich habe versucht, mich irgendwie einzulesen, mir Klarheit zu verschaffen, wer wo steht und was die verschiedenen Teilnehmer wahrscheinlich erzählen werden, und mir natürlich auch so einige Gedanken gemacht, wo ich das Ganze hinführen will und wo ich die einen oder anderen Fragezeichen setzen will. Aber de facto kommt ja dann so eine Debatte immer ganz anders. Und wie ist das mit den Emotionen, wenn jemand sehr dafür sprechen wird oder dagegen? Fällt es Ihnen dann schwer, dann nicht auch mit in die Debatte einzusteigen? Ja, gelegentlich kann das schon geschehen. Heute Abend wird das wahrscheinlich weniger der Fall sein, weil ich selber so ein bisschen agnostisch bin. Ich verfolge die Debatte mit sehr großem Interesse und denke, wie gesagt, sie ist sehr, sehr wichtig, sie ist zukunftsweisend. Aber ich nehme auch die Einwände gegen die vorgeschlagenen Modelle sehr ernst. Und es ist nun also nicht so, dass mein Herz wild für die eine oder andere Seite schlagen würde. Und wann würden Sie dann heute Abend, vielleicht um 1 Uhr nachts, bei dem Feierabend-Cocktail sagen, der Abend war für mich erfolgreich? Ja, einfach dann, wenn wir es geschafft haben, einen intensiven Austausch zu haben, einen Austausch auf hohem Niveau und einen Austausch, bei dem wir alle noch etwas lernen. Gut, also dann toi toi toi, bis später. Gut, jetzt geht es hier weiter. Als nächstes möchte ich Christian Todt interviewen. Später wird der Film, der Kinofilm, den er als Regisseur produziert hat, von ihm gezeigt werden. Mal schauen, da kommt er gerade. Richtiges Timing. Hallo, herzlich willkommen, Christian. Wir kennen uns jetzt schon länger. Darf ich dich einmal bitten, dass du dich vorstellst? Mein Name ist Christian Todt. Ich bin Ökonom und Dokumentarfilmer aus Wien. Und was führt dich jetzt hierher? Ich arbeite schon seit einigen Jahren an einem Dokumentarfilm zum Grundeinkommen, und der ist jetzt bald fertig. Also in einem Monat oder in 2 Monaten spätestens wird er dann zu sehen sein. Und heute gibt es einen kleinen Ausschnitt daraus. Das heißt, heute ist deine Filmpremiere? Naja, es ist ein kleiner Ausschnitt daraus, ein Teaser, aber man kann schon durchaus sehen, in welche Richtung es gehen wird. Okay. Kannst du ein bisschen beschreiben, welche Dimension wird dieser Dokumentarfilm haben? Wird man den auf YouTube sehen oder wird man ins Kino gehen? Ja, es ist ein Kinodokumentarfilm, der auch im Fernsehen später zu sein wird. Also Arte ist Mitproduzent und der ORF. Er wird 90 Minuten lang werden, 93, wie es jetzt aussieht. Wird zuerst mal auf Festivals laufen und wahrscheinlich im Herbst in den Kinos anlaufen.
Leider nicht mehr rechtzeitig zur Abstimmung in der Schweiz. Wir haben uns sehr bemüht, aber es ist sich nicht mehr ausgegangen, ihn fertigzustellen. Und also ein Kinofilm über das Grundeinkommen. Jetzt vermute ich, dass es doch ein Erlebnis bei dir gegeben haben muss oder einen Moment, in dem du gedacht hast, so, das ist mein nächstes Thema, darüber drehe ich jetzt einen Film. Was war das? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Also es ist so, dass ich mich mit Grundeinkommen schon sehr lang beschäftigt. Ich habe schon vor über 10 Jahren meine Diplomarbeit in VWL über Grundeinkommen geschrieben und ich kann mich nicht mehr erinnern, damals, wie ich drauf gekommen bin. Ja, ich habe ein Thema gesucht und aus irgendeinem Grund war das Grundeinkommen da. Es erschien mir sofort so logisch und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema. Sowohl als Ökonom als auch als Filmemacher. Ja. Also es war nur logisch, dann einen Film draus zu machen oder über das Thema zu machen, weil ich schon als Ökonom sehr lang damit beschäftige. Und wie stehst du zu der Volksabstimmung in der Schweiz und zu dem Team in der Schweiz? Es ist großartig, was das Team leistet, was ihr leistet. Ich hoffe, also ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Es wäre ja sensationell, wenn es angenommen wird. Es wäre auch sehr unwahrscheinlich wahrscheinlich. Aber das Tolle an der Schweiz-Initiative ist natürlich, dass die ausstrahlt jetzt in die ganze Welt. Ja? Also in den USA ist es ein großes Thema, auch durch die Schweiz jetzt. Und in Österreich vor allem. Österreich war lang das Grundeinkommen überhaupt kein Thema. Und seit diesem Jahr, durch die Schweiz-Initiative auch, wird es auch in den österreichischen Medien endlich einmal betrachtet. Ja? Also dieses vielleicht der Moment, wo wir nochmal die Zuschauer grüßen, vor allem die Schweizer natürlich, dann die Zuschauer aus Deutschland und eben die aus Österreich. Gut, danke schön, Christian. Ich würde dich dann nachher gerne nach dem Film nochmal interviewen und dir ein paar Fragen stellen. Also, toi, toi, toi. So, jetzt muss ich auch mal um mich herum schauen. Es sieht ganz gut aus hier. Bei so einer Veranstaltung ist ja immer die Frage, ja, wird denn da jemand kommen? Und die letzte Veranstaltung war ja im Dezember im Gorki-Theater in Berlin, auch im Foyer. Und die Veranstalter haben dort gedacht, ja, da werden vielleicht 50 Leute kommen. Und am Ende saßen die Menschen auf dem Boden und man musste noch in anderen Räumen Boxen anbringen, damit alle zuhören können. Das wird jetzt heute zum Glück nicht so sein. Wir haben den richtigen Raum, die richtige Raumgröße ausgewählt hier in Basel. Und vielleicht können wir noch einen Zuschauer befragen. Ist es Ihnen recht, wenn ich Sie kurz was frage? Warum sind Sie denn heute Abend gekommen? Ja, weil mir das Thema interessiert. Die verschiedenen Themen sind aktuell. Das ist natürlich eine besondere Ehre, dass Sie das jetzt sagen. Ja, eine kurze Verschnaufpause hier am Theater in Basel. Ich habe in der ersten Session ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Pola Rappert, Mitglied des Kampagnenteams hier in Basel. Und mich interessieren die Befürworter, aber auch die Gegner. Und ich berichte etwas über die Hintergründe zu diesen Menschen, die heute Abend hier auf der Bühne in dem Boxring stehen. Und als nächstes Christian. Applaus, bravo. Das ist der Regisseur Christian Todt von dem Film, den wir gerade eben gesehen haben. Jetzt nehmen wir uns noch mal ein paar Minuten Zeit, um so hinter die Kulissen zu blicken. Erzähl mal von den Dreharbeiten. Ein paar Eindrücke, was hast du erlebt? Wie muss man sich das vorstellen? Weil keiner von uns weiß, wie das ist, einen Kinofilm zu drehen. Naja, es ist folgendermaßen. Zuerst hat man die Idee, dann sucht man um Förderung an, entwickelt das Projekt und dann dauert die Finanzierung ungefähr 3 Jahre. Ja? Die Finanzierung war dann letztes Jahr abgeschlossen und die Dreharbeiten sind dann ziemlich schnell gegangen eigentlich. Ja. Wir haben den ganzen Film in 1,5 Monaten abgedreht. Der erste Drehblock war 4 Wochen am Stück. Der erste freie Tag war nach 3 Wochen in San Francisco. Immerhin in San Francisco. Wir waren zuvor in Alaska, in Kanada, sehr viel im Rest der USA
Und ja, in Kanada hat es minus 40 Grad gehabt. Dann waren wir später in Namibia noch, da war es dann heiß. Also man sieht innerhalb kürzester Zeit sehr viel von der Welt und trifft interessante Leute, die man sonst nicht treffen wird. Das ist das Tolle am Dokumentarfilmen überhaupt. Ja. Und wie muss man sich das Team vorstellen? Ist das dann eine ganz große Filmcrew, die dann rumreist? Wir waren zu viert unterwegs, was für einen Dokumentarfilm eh schon sehr viel ist. Also ein Kameramann, ich als Regisseur, ein Tonmann und Regie, also und Produktionsassistent war noch dabei. Und wenn der Film dann gedreht ist, wie sieht es aus mit dem Schneiden? Wer macht das? Wie lange dauert das? Was ist das für eine Arbeit? Also du als Regisseur, gibst du das dann ab und das schneidet jemand und du schaust dir das Endprodukt an? Na, ganz ist es nicht. Also es gibt natürlich Regisseure, die das so machen. Im Dokumentarfilm ist das eher ungewöhnlich. Im Spielfilm kann das schon vorkommen. Aber es ist so, dass ich zwei Schnittmeisterinnen hatte, tolle Schnittmeisterinnen, die mit denen ich jetzt, glaube ich, schon 7 Monate oder 8 Monate den Film gemeinsam geschnitten habe. Also ich war fast jeden Tag im Büro. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Ja. Ein Dreivierteljahr lang. Was ist die neue Erfahrung? Jeden Tag, also ich arbeite normal von zu Hause aus. Und jetzt war es so, dass ich jeden Tag aufstehen musste, in die Straßenbahn setzen und ins Büro fahren, in den Schnittraum fahren. Ja. Das heißt, du drehst nicht nur einen Film über das Grundeinkommen, du lebst auch schon das Grundeinkommen oder eben das Lebensgefühl der Generation Grundeinkommen. Ja, man kann schon sagen, ja. Also ich mache genau das, was mich interessiert. Ich arbeite genau, also nur für mein Projekt und ja, das ist toll. Jetzt, also wenn ich den Film anschaue, ich habe ihn ja auch schon mal Teile daraus gesehen, dann ist ja sehr beeindruckend die Bilder, die Stimmung und die Qualität der Statements, die dann die Menschen bringen, die du interviewt hast. Jetzt hast du erzählt, das ist ja über Jahre vorbereitet, aber wie schaffst du dann mit diesem, ich würde sagen, kleinen Filmteam innerhalb von dieser kurzen Zeit diese Substanz, sodass du sagen kannst, ja, das ist wirklich mein Film und der ist so gut, der kann ins Kino. Naja, das gelingt natürlich ja, durch gute Vorbereitung. Ja, auch das kompakte Drehen war, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht zwischen den Drehblöcken zu viel Zeit vergehen lässt, sondern alles wirklich in einem Stück durchdreht und sich für die Interviews lang Zeit lässt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Ja, ich glaube, wenn man so am Stück dreht, ist man so im Fluss und hat so einen Adrenalinausstoß, dass das, glaube ich, ganz gut funktioniert. Jetzt noch eine Frage an Christian ganz persönlich. Welchen Erfolg wünschst du dir für diesen Film oder für deine Arbeit? Das Wichtigste ist, ich wünsche mir, dass so viele Menschen weltweit wie möglich diesen Film sehen und vom Grundeinkommen überzeugt sind, nachdem sie aus dem Kino rausgehen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das bedeutet, du bist ein totaler Befürworter des Grundeinkommens. Kann man das sein als Regisseur? Oder muss man da immer Pro und Contra zeigen und das abwägen? Also wird man dann sozusagen eingekauft, wenn deutlich wird, man ist dafür und deswegen macht man einen Film? Naja, das ist einmal der Unterschied zum Fernsehen, wo man objektiv sein muss, dass man im Kino künstlerische Freiheit hat, komplett. Also man kann eigentlich alles machen, was man will. Und ja, ich bin pro Grundeinkommen und habe schon versucht, eigentlich Pro-Argumente zu liefern im Film. Bist du Künstler? Ja, ich würde mich schon als Künstler bezeichnen, klar. Vielen Dank, Christian. Und herzlichen Glückwunsch schon mal im Vorhinein. So, jetzt begrüße ich Rainer Eichenberger, einer der bekanntesten Ökonomen der Schweiz. Und er wird gleich auf dem Podium sitzen und folgende Seite vertreten. Ja, er ist nicht finanzierbar. Herr Eichenberger, wir haben doch schon mal ein Interview gemacht. Und ich dachte, jetzt kommen Sie und sagen,
Ja, Pola, jetzt sehe ich es doch ein. Man kann es finanzieren, aber es scheint mir so, als wären Sie immer noch dagegen. Ja, das ist eine traurige Sache. Ich meine, ich rede schon 10 Jahre mit dieser Truppe und ich habe immer gedacht, am Anfang ist ein interessanter Diskurs. Da keimt was und ich merke, es keimt überhaupt nichts. Nach 10 Jahren sind es die gleichen Positionen. Unverständnis für irgendwelche Steuerprobleme. Steuern, die um das zu finanzieren, das Grundeinkommen, das ist das große Problem. Nicht, wenn die Leute Geld kriegen, da bleiben sie ganz normal, arbeiten auch schön, aber man muss es finanzieren. Das braucht Steuern, die einfach so hoch sind, dass die Leute nicht mehr arbeiten oder schwarz arbeiten oder einfach wieder ausweichen. Und dann gibt es einen Kontrollstaat, die Leute müssen kontrolliert werden, dass sie arbeiten. Am Schluss führt das Grundeinkommen in die Knechtschaft. Es ist ein absoluter Weg in die Knechtschaft. Und ich kann nicht verstehen, wie man dafür eintritt. Dabei gibt es gute Alternativen. Die richtige Alternative, und ich wundere mich, dass sie überhaupt nicht aufgenommen wird von Kreisen ums Grundeinkommen, ist Grundkapital. Grundeinkommen, das ist 80 Jahre lang 2.500 Franken im Monat. Das ist nicht finanzierbar. Können Sie das einmal so ganz kurz beschreiben, Grundkapital? Ich weiß natürlich, das ist eine Idee, die Ihnen sehr liegt. Jetzt gibt es hier die Plattform, weil die ist ja auch sehr interessant. Grundkapital ist im einfachsten Fall, kriegt jeder jetzt in der Schweiz mit 20.000, 100.000 Franken. Die kann er unter bestimmten Auflagen für sich selbst verwenden. Er kann sich zum Beispiel selbst ein Grundeinkommen zahlen, reicht für 4 Jahre. Oder er kann es ausgeben für tertiäre Bildung, also Fachhochschule oder Universität. Oder auch Bildung im Ausland, Schauspielschule in New York oder so, was man ja heute nicht finanzieren kann. Und das würde die Menschen wirklich befreien, 4 Jahre lang den eigenen Unterhalt zu bestreiten. Eben nur, wenn sie es wirklich bedürfen, wenn sie kein sonstiges Einkommen haben, dann werden die Menschen frei. Sie haben beste Anreize, weiterhin zu arbeiten, weil eben dann das Geld nicht weggenommen wird, das sie selbst verdienen. Und diese 100.000, das heißt 8 Milliarden in der Schweiz, kann man mit Links finanzieren, weil es viel größere Einsparungen gibt als diese 8 Milliarden. Jetzt noch zu dem heutigen Abend. Sie sind gegen das Grundeinkommen und lassen sich aber gerne einladen. Also gibt es dort eine Sympathie zu den Befürwortern oder eine Sympathie dagegen zu sein? Wie ist da so die seelische Lage? Nein, ich habe ursprünglich gedacht, es gibt einen interessanten Diskurs, weil ja wir haben ein Problem. Wir haben die bedingte Sozialhilfe, die ist ein Problem. Die nimmt den Leuten die Anreize zu arbeiten, wenn man Sozialhilfe hat und dann beginnt zu arbeiten, wird einem 1:1 jeder Franken weggenommen. Und das tötet die Anreize. Und da sehen wir genau das Sozialproblem, wie wir heute sind. Für das wäre die Idee eines bedingungslosen Einkommens, das man den Leuten gibt und dann nicht, wenn sie arbeiten, gleich alles wieder wegnimmt. Natürlich eine schöne Idee. Aber das Problem ist eben, es ist nicht finanzierbar. Und jetzt die neuen Vorschläge, es werden immer schlimmer, die Finanzierungsvorschläge. Jetzt ist man ja schon dabei, dass das immer automatisch verrechnet wird. Das heißt, jeder, der dann arbeitet, muss aus seinen ersten 2.500 selbstverdienten Franken gleich sein Grundeinkommen zahlen. Absolut tödliche Anreizsituation. Gut. Die nächste Frage. Ich habe ein Déjà-vu, als ich mal mit Herrn Eichenberger ein Interview gemacht habe. Da ging es mir auch so, dass ich erst rechnen, überlegen musste, wie ich jetzt den Herrn Professor am besten die nächste Frage stellen kann. Ich habe eine wirkliche Frage von Pola persönlich und die ist, wir haben uns ja einmal getroffen, um die Finanzierung richtig auszudiskutieren und kamen meiner Meinung nach beide zu dem Ergebnis, es wäre finanzierbar, wenn die Menschen weiterhin arbeiten würden. Genau. Gilt diese Übereinkunft noch? Wenn die Menschen arbeiten, auch bei einem Steuersatz von 100%, dann ist das alles kein Problem. Noch ein kleiner Zusatzpunkt, wenn sie dann etwas Vernünftiges arbeiten. Also wenn die Motivation so ist, dass man auch arbeitet ohne Einkommen und dann eben nicht, wenn einem 100% weggenommen wird, in eine andere Art der Arbeit ausweicht. Schwarzarbeit, im Ausland arbeiten, irgendwas ganz anderes machen. Und das glaube ich nicht. Ich meine, sonst hätten wir ja kein gesellschaftliches Problem, wenn die Menschen so motiviert wären. Und alles, was wir sehen, zum Beispiel Wikipedia, ist, wie immer gesagt, funktioniert auch eigenmotiviert. Totaler Superquatsch. Wikipedia hat ein Riesenproblem, die Leute herzubringen. Und die Leute machen doch nur mit, wenn sie etwas schreiben können und dabei eigene Macht ausüben können. Und das ist das, mit dem man bezahlt wird bei Wikipedia. Aber um die normalen Dinge zu beschreiben, finden sie doch die Leute nicht mehr, genau weil man Anreize geben muss. Und was werden Sie sagen, wenn in 10 Jahren das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich eingeführt wird, weil nämlich die Volksabstimmung, die vielleicht zweite Volksabstimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen mit 51% angenommen wird?
erstens wird das nicht so sein und zweitens, wenn es so ist, braucht es sofort einen Gegenvorschlag. Das ist dann das bedingungslose Grundkapital. Das ist so viel besser, das wird dann mit 99,9% angenommen gegenüber dem Grundeinkommen. Das heißt, in dem Fall würden Sie in die Politik überwechseln und den Gegenvorschlag unterbreiten. Ich hoffe, dass der Gegenvorschlag auch so kommt, ja. Ja, Herr Eichenberger, vielen Dank und toi, toi, toi für die Diskussion. Danke. Und bis bald. Wären Sie bereit, einmal zu sagen, warum Sie hier sind, in die Kamera? Nichts Gescheiteres zu tun. Und wie sind Sie auf die Veranstaltung aufmerksam geworden? Das habe ich irgendwo gelesen. Und haben Sie schon, werden Sie Ja stimmen zum Grundeinkommen? Zweimal, ja. Warum? Man muss die Leute von der, wie sagt man dem, von der Restriktion befreien. Das Leben besteht heute aus Restriktionen. Man muss das befreien. Dankeschön. Ja, mittlerweile ist hier das Theater Basel richtig voll geworden. Und jetzt nach 2 Stunden Programm ist die Pause auch richtig nötig. Ihr, die jetzt den Livestream guckt in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, ihr habt jetzt sicherlich viel erlebt beim Zuschauen und die Emotionen beginnen jetzt aufzukochen. Und wir bitten euch, das zu kommentieren. Schreibt in den Live-Chat, twittert, Hashtag lange Nacht, Hashtag Grundeinkommen. Dann wissen wir, was ihr denkt, was eure Fragen sind und können darauf reagieren. Das ist nämlich sehr interessant. Ja, jetzt geht es weiter mit vielleicht mal einen Gast befragen. Dürfte ich Sie fragen? Nein. Nein? Dann gucken wir mal hier. Darf ich eine Frage stellen? Warum bist du gekommen heute zur langen Nacht des Grundeinkommens? Warum ich gekommen bin? Ja, weil es mich interessiert, was dort die Möglichkeiten war für das Grundeinkommen. Und weil ich das absolute gute Sache finde. Und als du das erste Mal vom Grundeinkommen gehört hast, was hat dich daran berührt an der Idee? Ja, die Idee, die Existenz zu sichern vom Mensch. Und weil es einfach nur menschlich ist. Genau. Und wann hast du davon gehört? Jetzt erst durch die Abstimmung oder schon vorher? Durch die Abstimmung, ja. Gut, und kannst du dich vielleicht noch kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, was bist du für ein Mensch? Ich bin der Manuel Miglioretto und ich überlege mir, die Schauspielschule zu machen und ja, genau. Aha, also das ist natürlich jetzt ein interessanter Bezug. Schauspielschule, das heißt, als Schauspieler, da bist du natürlich angewiesen auf ein Einkommen, damit du arbeiten kannst. Ja, absolut. Von dem her war es umso genialer, bedingungsloses Grundeinkommen zu schaffen. Gut. Dann sehe ich jetzt den nächsten Interviewpartner. Das ist der Lukas Rühli. Darf ich dich vor die Kamera bitten? Hochdeutsch. Ja, immer noch Hochdeutsch. Die Zuschauer kommen aus Deutschland, aus Österreich, auch aus der Schweiz. Ja. Lukas Rühli, ich weiß jetzt nicht mehr, sind wir beim Sie oder beim Du? Ich weiß es auch nicht mehr, aber wir hatten schon mal das Vergnügen. Machen wir Du. Gut. Lukas, wenn man auf der Bühne war, egal wie gut man sich vorbereitet hat und egal wie gut man war, danach kommt immer der Gedanke, oh, hätte ich doch mal das gesagt. Hattest du das jetzt auch?
Nein, das hatte ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe eigentlich letztlich schon alles gesagt, was ich wollte mit dem kleinen Intermezzo halt, dass ich dann gewisses noch in den nächsten Take rüberschieben musste. Also es gäbe natürlich noch vieles dazu zu sagen, aber ich wusste ja, ich habe diese zwei Fragen und die habe ich auch beantwortet. Und wie war in dem Moment, als du auf der Bühne gestanden bist, so das Gefühl vom Publikum? Also ich meine, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass natürlich 80-90% der Zuschauer hier wahrscheinlich dem Grundeinkommen tendenziell, wenn nicht sogar ganz entschieden, wohlgesonnen sind, sonst würden sie nicht kommen, oder? Also insofern weiß man von Anfang an, dass man da einer gegnerischen Menge gegenübersteht. Insofern war das Publikum eigentlich, glaube ich, einigermaßen fair. Bis auf dieses von der Bühne runter applaudieren, wo ich eigentlich nur noch diese letzten 30 Sekunden durchziehen wollte. War sonst okay. Kannst du noch mal erzählen, vielleicht kommen wir einen Schritt weiter ins Licht hier. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, also ich positioniere mich jetzt öffentlich als Grundeinkommensgegner und lasse mich auch einladen von einem Theater? Ja, weil ich einfach persönlich wirklich davon überzeugt bin, dass es keine gute Idee ist. Und das ist mir wichtig, das zu betonen, weil das habe ich ja zu Beginn auch dieses Podiums gesagt. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich fände das eigentlich schon sehr interessant und das wäre unglaublich modern, aber ich sehe ja ein, die Finanzierung, das funktioniert wahrscheinlich nicht oder die Zeit ist noch nicht reif. Ja. Und das ärgert mich dann nur schon, wenn ein Mensch das sagt, weil für mich ist es grundsätzlich eine falsche, eine irrsinnige, im wortwörtlichsten Sinn, Idee. Weil mit dem Grundeinkommen gibt der Staat eigentlich den Versuch auf, zwischen leistungsunfähigen und leistungsunwilligen Personen zu unterscheiden. Und ich finde, ein moderner Sozialstaat muss genau das Gegenteil machen. Er muss möglichst gut versuchen, diese Leute zu unterscheiden. Er muss absolut solidarisch sein zu den Leuten, die ihre Leistung nicht bringen können. Das ist der Staat heute einigermaßen. Natürlich mit gewissen Reibungsverlusten, mit Problemen und so weiter. Das lässt sich optimieren. Ich frage einmal dazwischen. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie die Menschen jetzt beim Livestream zu Hause sitzen und dir zuhören. Und da werden jetzt viele denken, kann der bitte aufhören zu reden, weil ich probiere alles, was ich nur kann und komme da nicht durch. Also es trifft einfach nicht auf mich zu. Ich versuche, eine Arbeit zu finden. Es ist einfach sehr schwer. Ich bin krank und ich werde geprüft. Das ist sehr unangenehm. Also verstehst du jetzt mal so, was sagst du auf die Betroffenheit der Menschen hin? Also du meinst jetzt auf die Betroffenheit der paar Menschen, die wirklich verzweifelt Arbeit suchen, aber nicht finden, aber arbeitsfähig wären? Ja, genau, die sich jetzt von deiner Rede betroffen fühlen könnten. Ja, aber das sind ja, wie du es jetzt angesprochen hast, das sind ja nur die paar wenigen, die wirklich Arbeit suchen, verzweifelt keine finden. Und erstens glaubst du, die sind dann so viel glücklicher, wenn sie das mit dem Grundeinkommen abgeschoben werden. Sie kriegen 2.500 Franken und man sagt ihnen eigentlich, hey, wir müssen nicht mehr für die richtigen Voraussetzungen arbeiten, dass jeder eine vernünftige Arbeit hat, sondern du hast ja das Grundeinkommen. Ist doch völlig egal. Leg dich zurück, oder? Das ist so der eine Punkt. Das finde ich nicht so toll. Ja. Also du bist ja politisch sattelfest und ich habe die Frage, in der Schweiz ist es ja offiziell, ich glaube, das ist veröffentlicht, SRF hat das veröffentlicht mal vor einem Jahr, dass 500.000 Schweizer Sozialhilfe berechtigt wären, das aber nicht beziehen, einfach aus dem Grund, weil sie sich schämen oder weil es einfach etwas sehr Unangenehmes ist. Was sagst du dazu? Also ich sage diesen Kommentar jetzt zu dem, das sind ja sehr wenige, das scheinen mir doch sehr viele. Das scheinen mir auch sehr viele, wenn die Zahl stimmt. Woher hast du die Zahl? SRF-Umfrage. Umfrage? Wie soll das, eine Umfrage ermittelt werden? Also ich gehe nochmal auf den Punkt zurück. Du sagst, es gibt wenige Menschen, die das betrifft. Und ich sage, ich glaube, das sind gar nicht so wenige. Das sind, glaube ich, sehr viele Menschen. Ist es für diese vielen Menschen nicht eine riesige Chance mit dem Grundeinkommen? Also 500.000 Menschen, das sind etwa 6-7% der Schweiz.
Es ist natürlich absolut gesehen eine große Zahl, wenn sie denn stimmt. Ganz offen gesagt, ich bezweifle sie ein bisschen, weil 500.000 sind viel, viel mehr als überhaupt jetzt schon Sozialhilfe beziehen. Ja, ich kann mir das kaum vorstellen, weil Sozialhilfe kriegst du nur als Single irgendwie bis 2.500 Franken, als Familie dann deutlich mehr. Diesen Menschen würde das sicher etwas helfen, das ist völlig klar. Aber die Frage ist, ob das ganze System so auf den Kopf zu stellen, ob sich das rechtfertigt, durch dass man das Leben dieser 6-7% Menschen einfacher macht. Also. Ja, vielen Dank, Lukas Rühli. Und bleibst du jetzt noch und hörst dir das an oder gehst du gleich auf den Zug und denkst, ich habe was anderes zu tun? Weil ich weiß langsam die Pro- und die Kontra-Argumente und es macht mich manchmal auch ein bisschen wütend, allzu viele Pro-Argumente zu hören. Jetzt eine letzte Frage fällt mir noch ein. Was sagst du zu der Abstimmungskampagne der Initiative? Ja, die ist zweifellos sehr gelungen, das muss ich euch zugestehen. Also ihr seid immer gut in den Medien mit euren Aktionen, die natürlich auch international für Aufsehen sorgen. Das ganze Thema ist natürlich etwas, das nicht nur die Schweiz beschäftigt und es schauen natürlich alle sehr interessiert, dass jetzt die Schweiz über so etwas abstimmen kann. Die Schlagzeilen werden wahrscheinlich etwas kleiner sein, wenn dann rauskommt, dass nur 20% oder noch weniger Ja gesagt haben. Aber bei der Kampagne kann man euch, glaube ich, wenig Vorwürfe machen. Gut, das heißt, wir könnten, wenn wir jemanden brauchen, der kritisch ist im Kampagnenteam, könnten wir dich fragen, ob du zu uns stößt. Inwiefern wäre das für euch von Nutzen? Nein, das ist ein Scherz. Also danke, Lukas, und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Runde im Boxkampf. Ja. Darf ich vielleicht einmal kurz fragen, warum du heute gekommen bist? Ja, erstens, weil ich mir noch nicht sicher bin, was ich genau stimmen werde und mich noch einige Fragen beschäftigen. Unter anderem eben die Finanzierbarkeit und bezüglich den Sozialleistungen. Das ist so der Grund, wieso ich heute gekommen bin. Und hast du dann jetzt während der Veranstaltung schon Antworten auf deine Fragen gefunden? Ja, nicht direkt. Ich bin inmitten der Vorträge hierher gekommen. In dem Sinne habe ich noch nicht konkrete Antworten darauf gefunden. Welchen Eindruck hast du von der Veranstaltung? Bist du oft im Theater Basel? Bist du oft bei politischen Podien? Ja, ich bin relativ oft an politischen Podien, da ich auch politisch tätig bin, aber jetzt nicht oft im Theater Basel konkret. Ich finde das Ambiente sehr angenehm und vor allem auch den Aufbau hier vorne in Form eines Boxrings. Vielen Dank. Dann geht es weiter. Herr Vogese. Vogese. Ja, darf ich Sie bitten, dass Sie sich einmal vorstellen für das Publikum, was auch dabei ist, aber gerade im Livestream ist und zuschaut. Mein Name ist Luca Ogese, ich bin Präsident der Basler FDP. Und als Präsident der Basler FDP, wir haben Sie gerade hier neben dem Boxring gehört, ist es da Parteiprogramm, dass man gegen das bedingungslose Grundeinkommen sprechen muss? Bei uns geht es ganz demokratisch zu und her. Das entscheidet letztendlich die Basis, ob wir dafür oder dagegen sind. Aber die Parole auf nationaler Ebene ist sehr klar gefasst worden gegen die Initiative. Ja, und was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen, Grundeinkommen gesorgt wäre? Haben Sie vielleicht in einem stillen Moment zu Hause beim Zähneputzen oder so sich mal die Frage gestellt? Selbstverständlich, man macht sich so die Gedanken im Zusammenhang mit dieser Initiative. In einem ersten Moment, mir gefällt mein Job sehr gut, würde ich wahrscheinlich dort bleiben, wo ich bin. Die entscheidende Frage ist, was tue ich langfristig, wenn ich feststellen muss, dass es viele Leute gibt, die sich dann auf die faule Haut legen und ich das mitfinanzieren muss. Wir haben ja die Umfragen gesehen, der Initianten, das sind bereits bis zu 10% und ich nehme an, die Zahl wird dann relativ schnell wachsen. Was haben Sie für einen Eindruck von dieser Veranstaltung hier? Sind Sie oft bei Podien?
Ja, schon von Amtes wegen kommt es ab und zu vor, dass ich zu Podien eingeladen werde, auf dem Podium. Zwischendurch bin ich auch gerne Gast, wenn es sich um ein spannendes Thema handelt. Und das hier ist grundsätzlich ein spannendes Thema. Utopien diskutieren, die das aktuelle System herausfordern, ist immer spannend. Aber am Schluss muss man dann doch zur Realität zurückkehren, sich überlegen, funktioniert das dann auch wirklich in der Realität? Und ich bin überzeugt, dass das hier nicht der Fall ist. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten jetzt einmal auf die andere Seite gemusst, auf die Pro-Seite, also wir wechseln jetzt mal nach der Aufführung die Seite, welche Pro-Argumente hätten Sie dann gebracht? Gibt es welche, bei denen Sie finden, ja, das ist wirklich gut daran? Ja, was dafür sprechen könnte, ist, ich durfte mich mit dem Thema Sozialversicherung befassen, dass wir die Gelegenheit haben, dieses System grundsätzlich zu überdenken, weil wir haben heute so viele Versicherungen, das ist so komplex. Wenn wir da die Gelegenheit durch die Initiative erhalten würden, das möglichst zu vereinfachen und dadurch auch effizienter zu werden, das wäre sicher eine positive Komponente. Gut, dann vielen Dank und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Jetzt hat es geklingelt hier, der Gong. Es geht weiter mit der langen Nacht des Grundeinkommens noch bis 24 Uhr hier im Theater in Basel. Ja, auch die Zuschauer unter euch, die jetzt neu dazugekommen sind, heiße ich herzlich willkommen im Theater in Basel zur langen Nacht des Grundeinkommens. Und wir müssen jetzt erstmal alle hier einmal tief durchatmen. Es ist sehr viel los. Es sind viel mehr Leute gekommen als erwartet. Und nach einer Dreiviertelstunde heißer Diskussion in dem Boxring brauchen jetzt alle erstmal eine Verschnaufpause. Das ist eine gute Gelegenheit, jetzt mal zu hören, was jetzt in den Menschen passiert ist und was sich jetzt alle für Gedanken machen. Und wir fragen mal, darf ich euch einmal fragen, wie ist die Stimmung? Ja, wir sind am Diskutieren. Und wie gefällt es dir hier? Ich finde Basel ein recht cooles Publikum. Also es ist mega aktiv und auf der Bühne ist auch, also es ist einiges los. Und warum bist du heute gekommen? Ich habe mir gewünscht, Denkanstöße zu kriegen zu diesem Thema. Ja, und das hat es eigentlich bis jetzt schon erreicht. Und wie seid ihr auf die Veranstaltung aufmerksam geworden? Über Facebook. Ah. Und du? Über Sie. Gut. Und erzähl mal, was hat dich jetzt in der letzten Stunde hier am meisten berührt? Gab es da einen Moment, der so eingefahren ist? Boah, da müsste ich jetzt kurz darüber nachdenken. Oder anders gefragt, jetzt beim Grundeinkommen, du hast ja sicherlich vorher schon davon gehört, gibt es so eine Szene, die dich berührt hat, warum du dich dafür interessierst? Ja, ganz viele natürlich. Also die Idee halt, dass man allen Menschen eine Freiheit geben kann, sich selber zu entscheiden, wie sie ihr Leben leben möchten, das ist so eine schöne Idee und das würde ich halt allen Leuten wünschen, dass sie das in ihrem Leben integrieren können. Und für das finde ich das halt schön, dass es so eine gesetzliche Basis dafür geben könnte, dass die Leute halt da freier sein können in ihrer Entscheidung. Und, ja. Also klare Stimme dafür. Ja. Und gibt es auch vielleicht Bedenken? Hast du Bedenken? Im Grunde komme. Ja, also die Bedenken, die halt rum sind, dass man halt eben nicht weiss, wie viele Leute würden dann aufhören zu arbeiten und einfach halt auf der faulen Haut liegen. Das ist dort im Raum und das wird immer im Raum stehen, oder, bis man es umsetzt. Das ist klar, das kann man so nicht sagen. Aber ich glaube einfach an die Menschen, dass sie durchs Grundeinkommen dann halt eher als Gemeinschaft sich sehen und auch etwas für die Gemeinschaft beitragen. Und das finde ich so einen schönen Aspekt an dem, dass man sagt, eigentlich arbeiten tut man nicht für sich selber, wie es heute halt gemacht wird, oder? Sondern arbeiten sollte man für die Gemeinschaft. Und wie denken so die Menschen in deinem Umkreis? Werden die alle Ja stimmen, jetzt bei der Abstimmung am 5. Juni? Das ist eine gute Frage. Nein, eigentlich gar nicht, überhaupt nicht. Es werden mehrheitlich Nein sagen. Und was sind da so die Gegenargumente? Ihr werdet ja sicherlich viel diskutieren.
sehr viel Angst. Unverständnis auch, dass man das überhaupt will, so etwas. Oder? Man kann ja arbeiten, man muss arbeiten. Auch eben die Angst, dass niemand mehr dann will arbeiten. Also das ist schon eben sehr viel mit Angst und so hat das zu tun. Mhm. Noch eine Frage an dich. Gehst du immer abstimmen? Bei jeder Volksabstimmung? Ja, schon eigentlich. Außer ich bin ja mega im Ausland und es ist viel zu kompliziert, um es irgendwie nachschicken. Ja, vielen Dank und ich wünsche euch einen schönen Abend. So, Enno, ehrlich gesagt interessiere ich mich jetzt nicht so für deine Position zum Grundeinkommen, weil ich weiß ja, dass du dafür bist, weil wir arbeiten seit mehreren Jahren jetzt zusammen, sondern mich interessiert, was denkst du zu dieser Veranstaltung? Dass das eine tolle Veranstaltung ist und du siehst, ins Theater gehört. Das ist der Ort der Auseinandersetzung und die Gänge und Böden sind voll. Also es ist super. Und weißt du, ich denke, so etwas gibt es zum Beispiel in der Schweiz, weil mit der direkten Demokratie die Leute in Austausch kommen, weil es was Echtes ist, weil wir auch getragen sind davon, dass es Erfolge gibt. Und das ist in anderen Ländern eben nicht so. Du verendest sozusagen immer, weil du kommst gar nicht wohin. Und hier ist das so normal. Das ist ja Politik, was wir hier sehen. Und es ist Theater. Und das, finde ich, ist doch super schön, dass man das sieht hier in Basel im Theater, wie eigentlich Demokratie sein kann. Und jetzt mal ganz zu dir. Gab es einen Moment an diesem Abend, an dem du etwas Neues erfahren hast oder dir ein neuer Gedanke gekommen ist? Gab es so ein Highlight für dich schon? Ja, ehrlich gesagt ist das Highlight für mich gewesen, dass ich gemerkt habe, boah, es gibt jetzt schon so viele Menschen, die wirklich das Grundeinkommen denken können. Aus allen Perspektiven, also wo ich gemerkt habe, da ist die Idee schon da. Und die denken das wirklich aus der Idee heraus. Und dann kannst du ja auch über alles davon sprechen, weil du den Kern gefasst hast. Und das ist jetzt. Und als wir vor 10 Jahren angefangen haben, da war das natürlich noch gar nicht so. Und jetzt denke ich mir, ja, meine Güte, ich muss ja gar nicht mehr über das Grundeinkommen sprechen. Das machen ja alle. Okay, und jetzt zum Schluss, kannst du noch ein Statement oder etwas, was du schon längst mal dringend sagen möchtest, in Kürze den Menschen im Livestream in die Kamera sagen? Über das Grundeinkommen? Ja. Also ich habe gerade 100 Statements, aber eins vielleicht, das merkt man bei der Finanzierungsfrage, es arbeitet immer die Gegnerschaft oder die Kritik mit der Angst. Es geht immer auf die Angst der Menschen. Und beim bedingungslosen Grundeinkommen ist es schön, man muss mal aufhören, Angst zu haben. Man kann Milliarden denken, man kann Finanzierung denken. Wir brauchen die Fachleute nicht. Die Fachleute können nicht mehr rausgucken aus ihren Käfigen. Wir sind die, die keine Angst haben. Und wir sind die Gesellschaft. Und wir können die Dinge alle gestalten und denken. Und das ist eigentlich das Tolle, was schon in der Debatte vom Grundeinkommen ja da ist. Es macht einfach freier und es lässt Zusammenhänge auftreten und keine Angst. Vielen Dank, Enno. Ich wünsche dir einen schönen Abend und freue mich auf die nächsten 10 Jahre der Zusammenarbeit, bis das Grundeinkommen eingeführt wird. Genau. Euch auch schönen Abend. Es ist wirklich eine lange Nacht des Grundeinkommens hier und die 300 Zuschauer im Saal gehen jetzt erstmal in die wohlverdiente Pause. Vor der Pause habe ich nicht zu viel versprochen. Hier steht Manuel Michel. Und das ist eben ein ganz besonderer Mann. Der steckt nämlich hinter all den Nachrichten auf Facebook und Twitter und antwortet euch auf die Fragen, die ihr stellt. Manuel, sag mal, wie machst du das? Es kommen so viele Nachrichten an die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Erzähl. Du siehst ja meine Augenringe, oder? Das sagt schon alles. Nee, genau, alle, die jetzt zugucken und immer denken, ja, der schreibt mir eigentlich immer erst 3 Tage später zurück, es tut mir schrecklich leid, aber es geht manchmal gar nicht anders. Und das ist schon so, es ist so eine Riesenflut an manchmal einfach Unterstützungswünsche, hey, ihr macht das super, macht weiter so, aber auch ganz viele Fragen halt, ja, was wäre denn mit mir? Hätte ich dann mehr Geld, hätte ich weniger, was passiert da genau? Und so das Feedback, das da reinkommt, ist extrem, also das erstaunt mich immer wieder eigentlich. Und sag mal, wie ist das Feedback zu heute Abend? Haben die Leute auch getwittert? Haben die ihre Meinung gesagt? Weil die hören jetzt Stunde um Stunde zu, hören diese Kontroverse. Wie sind die Reaktionen heute Abend?
die Reaktionen sind eigentlich sehr einseitig, aber es ist wahrscheinlich auch klar, wir mobilisieren über unsere Kanäle und da sind auch irgendwie Leute dahinter, die da schreiben, die das auch unterstützen. Das merkt man auch. Da kommt sehr viel Zuspruch, da kommen Entgegnungen auf Aussagen der Kontraseite. Also es ist, die Involviertheit ist sicher stärker in der befürwortenden Seite, aber es hat auch ein paar Kommentare, die man auch immer wieder hat. Sei es Leute, die wirklich dafür argumentieren oder sagen wir eher dagegen, ne, wieso es nicht geht. Oder halt auch einfach Zwischenrufe, na, ist doch eh alles scheiße. Das hat man auch immer, aber es gehört dazu. Und es ist heute Abend nicht viel anders. Also, ja. Und sag mal, welche Art von Postings kommen am besten an? Sind das die Bilder? Sind das bestimmte Beiträge? Du bist doch da am nächsten dran. Was finden die Menschen besonders gut? Ja, was finden wir gut? Natürlich, wenn es vorwärts geht. Und das merken wir auch immer. Sobald wieder irgendwie ein Artikel kommt oder ein Video, wo wir alle auch wieder merken, hey, es geht was vorwärts. Sei es ein gutes Umfrageergebnis, sei es irgendwie ein Erfolg wie, sagen wir, das Testexperiment in Lausanne, das jetzt geplant ist, solche Sachen, das bewegt die Leute auch, weil man merkt, okay, es geht vorwärts, da passiert was. Und das merke ich schon bei mir, es ist immer das Zeug, dass ich denke, oh, wie geil, muss ich unbedingt irgendwie mit der Welt teilen. Und genauso kommt es auch an. Und die Leute nehmen das auch dankend auf und denken, ah ja, genau, das, was wir machen, das geht vorwärts. Und da freuen sich alle drüber und das ist vor und hinter dem Bildschirm meistens das Gleiche. Ja. Ja, vielen Dank, Manuel. Und für euch zu Hause den Tipp, wenn ihr uns schreibt auf Grundeinkommen, ja, auf bedingungsloses Grundeinkommen, schreibt manchmal Manuel, vielen Dank und ein Smiley. Schon okay. Wir befinden uns hier weiterhin bei der Veranstaltung. Und zwar ist das der Livestream, der die ganze Zeit läuft. Und während der Pause gibt es ein paar Interviews. Und ich habe die Frage an Sie, wie war das für Sie? Haben Sie jetzt blaue Flecken von diesem Kampf im Ring? Nein, ich finde, die Inszenierung als Boxkampf ist völlig unangemessen. Eine Diskussion ist kein Boxen, sondern eine Diskussion, da versucht man miteinander klüger zu werden und nicht einen anderen niederzuschlagen. Und ein Boxer, der hasst den anderen, weil nur so kann er ihm so viel Gewalt antun. Deshalb ist der Boxring ist etwas vom Falschesten für eine politische Diskussion. Das ist wie wenn die Vegetarier in einer Metzgerhalle tagen würden. War das jetzt anstrengend dort, dieses Pro und Contra, und das auszuhalten? Ich meine, Sie sind das ja gewohnt als... Das ist überhaupt nicht anstrengend. Es ist sogar so, dass die andere Seite hat eigentlich wenig stichhaltige Einwände gehabt. Aber wie gesagt, es ist kein Boxen. Eine Diskussion verwechseln mit einem Boxkampf zeigt eigentlich, dass man Wesentliches von der Demokratie nicht internalisiert hat. Oder man könnte auch sagen, nicht verstanden hat. Und dass das Theater einen solchen Fehler macht, muss einem schwer zu denken geben, weil es zeigt, dass eigentlich die Demokratie sogar von den Künstlern falsch verstanden wird. Von den privilegierten Künstlern. Wie sollen dann die normalen Leute, die eben 8 oder 10 Stunden im Tag arbeiten müssen und erschöpft sind, wie sollen die dann die Demokratie besser verstehen können? Also jetzt habe ich noch mal eine Frage an Sie, die mir ganz persönlich auf dem Herzen liegt. Nämlich haben wir vom Kampagnenteam in Basel haben mal über einen Nachmittag zusammengesessen, vor 2 Jahren war das, glaube ich, und über die bevorstehende Initiative gesprochen und auch darüber, was wir für Aktionen machen können, was Sie für Erfahrungen haben, was Sie für Tipps für uns haben. Wenn Sie jetzt darauf schauen, wie die Kampagne verläuft, wie beurteilen Sie das? Also da habe ich ganz viele sehr kritische Bemerkungen, aber die sage ich erst nach der Abstimmung, sonst würden die euch viel zu sehr entmutigen. Oder? Was ihr sehr gut geschafft habt, ist in die Schlagzeilen zu kommen. Aber die Kunst bei einer Volksinitiative ist, dass man auch jene Menschen erreicht, die verunsichert sind. Und da habt ihr mehr als ein Jahr unnütz verstreichen lassen, die ihr genau für diese Arbeit hättet nützen können. Zum Beispiel das Ausländerthema, das hätte vor einem Jahr diskutiert werden sollen und nicht kurz vor der Abstimmung. Weil je kürzer oder je näher es zur Abstimmung kommt, umso weniger sind die Menschen offen, eine andere Meinung in sich aufzunehmen.
Und deshalb kann man die Diskussion nicht konzentrieren in der Schweiz. In Amerika schon oder in anderen Ländern auch. Aber in der Schweiz muss man vor allem, hättet ihr das 2014 und die erste Hälfte des 2015 ganz anders nutzen müssen für diese Diskussion. Und zweitens, diese Diskussion sollte heute nicht mehr in Basel stattfinden, sondern in einer Stadt, die sich viel weniger gewohnt ist, darüber nachzudenken. Die Stadt Basel ist für euch wie der Fußball in Basel. Ihr seid hier zu Hause. Aber um 20% zu gewinnen, müsst ihr eben auch an anderen Orten in der Schweiz zu Hause sein. Und das seid ihr zu wenig, weil ihr habt die Zeit nicht genutzt, die dazu notwendig gewesen wäre, um auch an anderen Orten euch zu beheimaten, sozusagen. Ja, danke für diese große Kritik. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die letzte Rede, die Sie im Nationalrat gehalten haben, war über das bedingungslose Grundeinkommen. Stimmt das? Ja, das war da war ich wirklich stolz, dass ich bin ja mit einer Utopie ins Parlament gekommen, 1991, und bin mit einer Utopie jetzt auch wieder rausgekommen. Und das ist gut für einen Utopisten, oder? Vielen Dank, Andi Groß. Ja, puh, das geht mir jetzt erstmal ganz nah, mit Andi Groß diese Worte zu hören und das Feedback. Und so gehen wir, glaube ich, in die nächste Runde. Ja, der Abend neigt sich dem Ende zu. Und jetzt, eine Stunde vor Schluss, ist es Zeit, schon mal einen ganz großen Dank an das Theater Basel zu richten. Und hier steht Sabrina Hofer vom Theater. Sabrina, du hast das organisiert, du hast das inszeniert, du hast es möglich gemacht. Ich sage einfach schon mal im Namen dieser 300 Zuschauer hier in Basel und der 300 Zuschauer im Livestream herzlichen Dank. Und möchte dich fragen, sag mal, wie geht's dir jetzt? Mir geht's super, aber ich will jetzt dazu noch sagen, also das habe ich mit euch gemacht, also mit Daniel Henny zusammen und mit euch. Und für uns ist es einfach sehr wichtig, gerade in der ersten Spielzeit quasi in der Stadt Diskussionen aufzunehmen, die die Stadt bewegen, die die Schweiz bewegen. Ich bin ja Schweizerin und dieses Grundeinkommen-Initiative habe ich, als ich vor 3 Jahren wieder zurückkam oder 4 Jahre inzwischen, ich habe lange in Berlin gelebt, habe ich das gelesen und es hat mich so sehr wieder beflügelt. Das sieht man, glaube ich, heute Abend, dass diese Debatten halt sehr auftun in den Gedanken, in unseren Gedankenstrukturen, wie wir über die Welt und unsere Gesellschaft nachdenken. Und daher finden wir diese Debatten so wichtig. Und das war dann auch überhaupt nicht schwierig, das bei uns ins Haus zu holen. Andreas Beck, der neue Intendant, ist sehr offen, dass wir genau eben diese Debatten aufnehmen. Und wir verstehen uns als Stadttheater auch als Ort des Diskurses und der Debatten, also als eine Art Agora. Und also ich meine, was wir hier sehen, das hat uns sehr glücklich gemacht auch. Also auch Andreas kam zu mir und sagte, schön, also es ist echt schön, dass man... Was meinst du genau, hat uns glücklich gemacht? Beschreib mal. Leute hier sind, die über ein Thema diskutieren wollen, kontrovers, also gar nicht unbedingt nur, also nicht einseitig, sondern das war ja jetzt sehr anregende Diskussion mit verschiedenen Meinungen. Das Publikum hat reagiert, hat sich bemerkbar gemacht. Das ist ja uns oder unser Anliegen, was wir mit Theater machen wollen. Wir wollen die Leute zum Verhalten oder zum Agieren bringen. Und sobald wir merken, dass eine Reaktion da ist, egal welche, also auch wenn im Theater jemand rausläuft und die Türe knallt, finden wir das gut, weil es geht darum, dass die Leute sich verhalten und eine Meinung haben und etwas gut oder schlecht finden und das zeigen. Und eben Theater ist ein öffentlicher Raum oder eben auch Vorstellungen sind, also Theater ist ein öffentlicher Ort. Und das finde ich halt wichtig, dass das öffentlich ausgetragen werden kann und Reaktionen vom Publikum. Ich meine, von dir zu wissen, dass du im Dezember den Livestream vom Gorki-Theater mitverfolgt hast und dort vielleicht sogar den Entschluss gefasst hast, das mache ich jetzt auch, oder wie war das? Ich war vorher, also ich wusste, dass diese Abstimmung ist und ich war ja vorher in Bern und bin dann nach Basel gekommen, wusste halt, die Initiative ist aus Basel entstanden und ich muss mit Daniel Henny sprechen und wir müssen das irgendwie hier ins Theater holen. Ich dachte aber noch, es ist im Herbst die Abstimmung.
und bin dann eben relativ spät, also vor 2 oder 3 Monaten, haben wir den Kontakt mit ihm gesucht und haben mit ihm Mittag gegessen und haben gesagt, wir wollen gerne mit ihm eine Reihe machen über Arbeit. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ja dann ist ja die Abstimmung im Herbst. Und hat er gesagt, nein, nein, die ist im Juni, am 5. Juni. Und das war noch nicht offiziell da. Und habe ich gesagt, ja, dann müssen wir was jetzt tun in dieser Spielzeit. Wir denken ja immer, im Juni ist ja unsere Spielzeit zu Ende. Also es wäre dann im nächsten Jahr gewesen, wenn es August, also wenn es September gewesen wäre. Und so haben wir dann sofort reagiert. Also dann wusste ich so, okay. Und das war dann ein bisschen schwieriger, weil so ein Theater ist ein bisschen ein großer Tanker und die Dinge sind halt so terminiert. Aber dann wusste ich ganz klar, also das müssen wir tun. Und dann habe ich einen Termin gefunden und dann ging es eigentlich relativ schnell, weil auch Andreas hinter mir stand. Und wie ist jetzt so der Unterschied zwischen dem, wie du dir die Veranstaltung vorgestellt hast, zu dem, wie sie jetzt kommt noch eine Stunde, das wird auch noch spannend und hoffentlich wird das auch der Gute-Nacht-Krimi. Aber wie ist es jetzt schon so im Nachhinein? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht keine Zeit so gehabt, das zu bilanzieren, weil ich natürlich auch immer am Arbeiten jetzt war. Aber irgendwie, ich glaube, es ist gut. Also ja, das war so mein Wunsch, dass die Menschen so, deshalb haben wir ja diese 15 Minuten Pause immer gemacht, weil ich wollte, dass so die Menschen so reden, miteinander auch. Ich glaube, also ich bin glücklich. Ich muss echt sagen, ich bin glücklich. Also ich bin froh, dass so viele Leute gekommen sind, weil da wird man ja dann auch irgendwie nervös. Und heute Nachmittag war ich nervös, kommt da überhaupt jemand? Und wie reagieren die anderen Theaterhäuser? Hat Zürich schon angemeldet, dass sie euer Format kopieren wollen? Was sagen so die Kollegen? Das weiß ich tatsächlich nicht, weil das war ja auch irgendwie, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie das jetzt mitbekommen, also wie das die anderen Theaterhäuser mitbekommen haben, keine Ahnung. Also, ja. Also, liebe Sabrina, nimm nochmal unseren allerherzlichsten Dank entgegen. Aber und auch Grüße. Danke auch, also dass wir das so machen konnten, weil wir sind neu in der Stadt und sind halt so am rausfinden, was sind so Themen der Stadt und was bewegt die Stadt und was braucht die Stadt. Und ich glaube... Und was braucht das Land und was braucht die Welt? Dann weiter, natürlich, klar. Klar. Aber zuerst sind wir lokal agierend und dann natürlich, wenn es über die Landesgrenze hinaus oder über die kantonale Grenze hinaus... Guck mal, warte mal, da steht etwas noch. Das kommt jetzt hier in die Kamera reingewandert. Das ist der richtige Zeitpunkt, weil dieser Strauß, ich finde, die Welt braucht viel und vor allem braucht die Sabrina einen ganz, 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 ganz großen Blumenstrauß mit einem riesen... Dankeschön. Weil du hast auch eine ganz Freude. Große Arbeit gemacht. Schön war's. Super, wow. Danke. So, ich verabschiede mich hier schon mal von euch aus dem Theater Basel und kündige an dieser Stelle schon mal die nächste Veranstaltung an mit Livestream. Und zwar ist das in 2 Tagen. Am Mittwoch, den 4. Mai, werden wir aus dem Gottlieb-Duttweiler-Institut bei Zürich eine wahnsinnig spannende Konferenz zeigen. Die heißt Die Zukunft der Arbeit und es kommen Prominente aus der ganzen Welt. Nämlich Robert Reich kommt, es kommt Yannis Varoufakis aus Griechenland, es kommt Albert Wenger, der Twitter-Investor. Und wir sind sehr gespannt. Also schaltet dann ein. Den Link findet ihr unter Twitter, Hashtag Grundeinkommen, Facebook Grundeinkommen, ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Herzliche Grüße, eure Pola.